Lukas Skaritz liebt Italien und ließ diese Liebe zu einem praktischen Schnellgericht werden. Sein Unternehmen Risotto Mio stellt bei Winwork Risotto her, die Königsklasse des italienischen Primo Piatto. Und zwar nachhaltig in allen Belangen. Hallo Lukas, servus. Servus, hallo. Risotto Mio, ein Start-up mehr oder weniger. Ja. Wo du die Produktion nach außen verlagert hast. Also richtig. Ganz modern. Richtig. Sehr nachhaltig. Ja. Und ich würde mir wahnsinnig gerne mal anschauen, wie du das machst. Ja, wunderbar. Komm gleich mit in die Super. Produktion. Okay, klein und gemütlich habt ihr es da. Ja. Wie viele verschiedene Risotto- und Milchreisarten bietest du da an? Die Mischungen kommen und gehen. Aktuell haben wir 8 fixe Risotto-Mischungen und 7 fixe Milchreismischungen. Und was wird heute gemacht? Heute machen wir Risotto della Foresta mit Steinpilzen. Ja, also der Superklassiker. Gut, also mein schwaches Auge sagt mir, dass wir mit 5 Kilo da irgendwie anfangen. Richtig. Okay. Wir stellen jetzt einmal die Mischschüssel auf die Waage. Das ist Möbelrest, das ist okay. Ja. Einmal auf die Tara drücken, bitte. Ja. Richtig, so. Was für einen Reis habe ich da? Das ist ein Cannaroli-Reis aus Norditalien, aus dem Piemont. Also der ganz super klassische Risotto-Reis. Richtig, richtig. Na, ein bisschen noch. Ja. Was ist das Nächste? Als Nächstes bitte die Zwiebeln. An, richtig. Die sind vor dir links. Ah, ja. Okay. Sieht gar nicht aus wie Zwiebeln. Ja, sind kleingeschnittene Zwiebeln. Wir arbeiten dann nur mit getrockneter Bioware. Sehr liebevoll machst du das, Florian. Na ja. Ah, ah, perfekt. Da steht Suppe. Ah, Suppenpulver. Verstehe. Du, und das steht im großen Risotto-Kochbuch oder das wirst du selber arbeitet haben, die Rezepturen, nehme ich mal an, oder? Ja, nein, tatsächlich gibt es sehr viele Rezepturen, aber ich habe eine eigene gemacht. Ich glaube, ich habe über 500 verschiedene Risottos getestet und das war dann die finale Rezeptur, die du da gerade mischt. Okay. Magst du heute noch Risotto oder bist nein. du gerade in einer Risotto-Pause? Nein, jetzt? Ich kann weder Risotto noch Milchreis leider essen, aber das ist was wert, weil sie schmecken perfekt und das kleine Opfer habe ich bringen müssen. Hefeflocken, das schon her. Wir haben da spezielle Hefeflocken und haben ein parmesaniges Aroma. Ah, deswegen, okay. Ja. Das ist dann jetzt nicht nur bio, sondern auch vegan. Richtig. Hast du Tara? Tara hast du gedrückt, ja? Okay. Jetzt die Hauptzutat, ja. Die Schwammerl. Getrocknete Bio-Steinpilze. Woher kommen die? Die, glaube ich, sind jetzt aus der Toskana. Wir haben 7,5% Steinpilze in jeder Mischung. Im Normalfall beim Risotto sind es ca. 1-2% genau. Und Aroma. Wir arbeiten ausschließlich ohne Aromen. Man schmeckt da tatsächlich nur den Bio-Steinpilz raus. Ja. Jetzt geht's ab zur Mischstation. Und da hast du ein Mischgerät oder wie mischt man das jetzt? Du hast 2 Mischgeräte okay. Von Natur aus und jetzt geht's los. Also wir wollen da eine homogene Mischung erzielen. Die Sabine schaut da mal kurz. Von unten so rauf. Ja. Wichtig ist, dass sich die Suppe auch vermischen. Ja. Ich glaube, das passt, Florian. Schaut sehr gut aus. Okay, wenn du das sagst. Super. Jetzt wird das Produkt verschweißt. Das ja. macht immer die Gabi. Das soll die Gabi machen. Gib ihr es einfach mal weiter. Bitte sehr. Aber weißt du was, eins nehmen wir da weg. Ja. Weil das werden wir nicht verkochen. Ja. Und da brauchen wir keine Banderole dafür. Gut. Wahnsinn, Küche ohne Ende. Unglaublich groß ist das da. Ja? Ja. Hier ist die Sesta zum Mittag. Ja. Und wir machen den kleinen Risotto Mio. Risotto della Foresta. Super, richtig. Fantastisch. Als erstes ein Glas Weißwein. Okay. Einrühren. Aber das heißt, der Reis ist noch nicht vorgegart. Nein, nein, nein. Das ist noch der echte. Das ist noch ein komplett unanberührter Cannaroli. Und jetzt, das reicht, 1 Liter Wasser rein. Und dann können wir das jetzt einfach so 20 Minuten kochen lassen, ohne rühren, ohne aufgießen. Also das ist ja voll easy Risotto dann, muss man sagen. Also nicht wie normalerweise ja. rühr, 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 gieß, 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 rühr, 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 sondern man lässt es einfach. Ja,
Wie und wo verkaufst du? Also wir haben natürlich den Online-Shop und sehr viele kleine Feinkostläden, Vinotheken, Kreislereien, Bioläden. Also man findet uns, wenn man möchte, überall. Bin ich da noch so richtig gespannt, wie er schmeckt, der Risotto, muss ich sagen. Florian, du musst das nicht umrühren. Ja, das ist halt Gewohnheit. Dann rühre ich halt einfach nicht um. Richtig, lass es einfach kochen. So, Florian, ich würde jetzt noch empfehlen, ein bisschen Butter reinzugeben. Okay. Nimm davon 3/4 circa. Bist du ein Parmesan-Freund? Ja, klar. Ja, dann lass was schneien. Ja, super. Schaut quasi fertig aus. Schaut Butter super muss noch schmilzen. Schaut super. Und dann können wir anrichten. So, es ist ein Produkt, wo es um Zeit geht. Richtig. Wird nicht besser mit Nein. der Zeit. Buon appetito. Mille grazie. Ti piace, sì? Das ist ein 1A Risotto. Also das ist jetzt wirklich verblüffend. Der ist super. Also ich meine, ich habe schon sehr oft selber schlechteren gemacht, muss ich sagen. Und auch schon sehr oft beim Italiener schlechteren gegessen. Gratuliere. Danke, Florian. Freut mich. Toll geworden.